Osteoporose, der Knochenschwund, gehört zu den häufigsten Erkrankungen. In Deutschland sind davon mehr als 5 Millionen Menschen betroffen, etwa 700.000 von ihnen in Bayern. Schleichend verlieren die Knochen an Masse und Dichte, ihre Struktur lockert sich, sie werden porös und verlieren die Stabilität. Gesunde Knochen weisen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Elastizität einerseits und Festigkeit andererseits auf. Osteoporose verändert dieses Verhältnis, sodass bei bereits vermeintlich geringfügigen Einwirkungen wie beispielsweise einem Sturz aus dem Stand, ein starker Hustenreiz, Knochen, Wirbelkörper, Rippen brechen können. Bei Frauen tritt Osteoporose ungefähr 3 bis 4 Mal häufiger auf. Ein Grund dafür wird gesehen im veränderten weiblichen Hormonhaushalt während und nach den Wechseljahren. Aber auch der zunehmende Bewegungsmangel spielt eine entscheidende Rolle. So gehen der Muskel- und Knochenabbau nebeneinander her. Osteoporose selbst ist weitgehend vermeidbar. In jedem Lebensalter können wir aktiv etwas für unsere stabilen Knochen tun. Der Grundstock, ganz wichtig, wird im Kindes- und Jugendalter gelegt. Aber auch im hohen Alter können wir aktiv Einfluss nehmen auf unsere Knochengesundheit. Achten Sie auf eine gesunde, kalziumreiche Ernährung. Besonders reich an Kalzium sind Milch und Milchprodukte, Käse und Gemüse wie Brokkoli, Grünkohl oder Rucola. Auch kalziumreiche Mineralwässer helfen. Für eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung durch Sonnenlichtbestrahlung der Haut sollten Sie sich täglich ca. 30 Minuten im Freien bewegen. Unternehmen Sie Spaziergänge mit Freunden und Bekannten, denn gemeinsam steigt die Motivation. Falls erforderlich, können zusätzlich, in Absprache mit dem behandelnden Arzt, auch Vitamin-D-Präparate eingenommen werden. Die Gefahr eines Vitamin-D-Mangels besteht vor allem ab dem Alter von 65 Jahren, weil nun natürlicherweise die Fähigkeit der Haut zur Bildung von Vitamin D nachlässt. Außerdem gefährdet sind Menschen, die sich kaum bzw. gar nicht im Sonnenlicht aufhalten oder aufhalten können. Oder Menschen, die sich aus beispielsweise religiösen Gesichtspunkten anhaltend verhüllen. Neugeborene Säuglinge erhalten gleich in den ersten Lebensmonaten Vitamin D, um das gesunde Knochenwachstum anzuregen. Ganz wichtig zur Vorbeugung gegen Osteoporose ist körperliche Aktivität, angepasst an die individuelle persönliche Leistungsfähigkeit. Wir zeigen Ihnen nun 6 Übungen, die Sie bei sich zu Hause durchführen können. Wiederholen Sie die einzelnen Übungen 10 bis 15 Mal, beziehungsweise bis die beanspruchte Muskulatur leichte Ermüdungszeichen zeigt. Stehen Sie im Abstand etwa einer Fußlänge mit dem Gesicht zum Türrahmen. Mit den Händen greifen Sie an den Türrahmen und halten sich gut fest. Heben Sie nun langsam mit gestreckten Beinen die Fersen so weit wie möglich vom Boden ab und senken sie wieder. Wer sich sicher fühlt, kann das Tempo steigern. Wie bei der ersten Übung, stehen Sie mit dem Gesicht zum Türrahmen und halten sich gut fest. Heben Sie zunächst das linke Bein langsam gestreckt vor dem Körper an, soweit Sie das im sicheren Stand ausführen können. Anschließend bewegen Sie das Bein gestreckt und langsam nach hinten. Die Übung wird im Anschluss mit dem rechten Bein wiederholt. Wichtig dabei, achten Sie darauf, dass der Oberkörper gerade aufgerichtet bleibt und die Hüfte nicht zur Seite ausweicht. Stehen Sie wie bei den Übungen zuvor mit dem Gesicht zum Türrahmen. Verlagern Sie Ihr Gewicht auf die Fersen. Die Ballen bleiben dabei am Boden. Anschließend gehen Sie mit dem Gesäß nach unten hinten, als ob Sie sich auf einen Stuhl setzen wollten. Dabei bleibt das Gesäß oberhalb der Knie. Die Knie selbst ragen nicht über die Zehen am Boden hinaus. Danach gehen Sie langsam in die Ausgangsstellung zurück. Sie nehmen wieder die bekannte Stellung mit dem Gesicht zum Türrahmen ein. Heben Sie das linke Bein gestreckt zur Seite an, soweit es Ihnen möglich ist. Die Fußspitze zeigt dabei immer nach vorne. Anschließend die Übung mit dem anderen Bein ausführen. Wichtig! Achten Sie darauf, dass der Oberkörper gerade aufgerichtet bleibt und die Hüfte nicht zur Seite ausweicht. Nun ändern Sie Ihre Position. Sie lehnen mit der Wirbelsäule und dem Kopf am Türrahmen. Die Fersen sind etwa eine Fußlänge vom Türrahmen entfernt. Sie stehen aufrecht und heben ihre Arme gestreckt auf Schulterhöhe.
Nun ziehen Sie langsam Ihre Ellbogen auf Schulterhöhe nach hinten, bis Sie das Gefühl haben, dass Ihre Schulterblätter fest gegen den Türrahmen drücken. Anschließend führen Sie Ihre Arme wieder nach vorne. Für die letzte Übung stehen Sie wieder mit dem Gesicht zum Türrahmen, Abstand ca. 50 cm. Die Füße sind hüftbreit auseinander. Mit den Händen greifen Sie an den Türrahmen und halten sich gut fest. Die Arme sind dabei leicht gebeugt. Spannen Sie Ihren Oberkörper an und achten Sie auf eine gerade Haltung. Beugen Sie langsam die Arme und bewegen Sie damit Ihren Körper in Richtung Türrahmen. Strecken Sie danach die Arme, bis Sie sich wieder in Ausgangsstellung befinden. Auch wenn man diese Übungen alleine machen kann, macht es vielleicht mehr Freude, in der Gruppe zu trainieren. Bei Krankenkassen oder Sportverbänden erfahren Sie, welchen Übungsgruppen in Ihrer Nähe Sie sich anschließen können.